Und ich sag euch schon mal, wie Spiel Nummer 5 heißt. Es gibt ein Diktat hier am Pult. Setzt euch beide bitte hin. Hefte raus, Klassenarbeit. Hört mir ganz genau zu. Und auch an dieser Stelle bitte absolute Ruhe im Publikum. Nicht vorsagen bei diesem Spiel. Ganz, ganz wichtig. Ihr hört gleich eine Audiostrecke mit 100 zweisilbigen Wörtern innerhalb von einer Minute. Gesprochen immer im Wechsel Mann, Frau, Mann, Frau. Von diesen Wörtern müsst ihr gleich so viele es geht aufschreiben. Setzt bitte ganz kurz mal den Kopfhörer auf. Wir zeigen euch kurz mal, wie sich das gleich anhören wird. Wir machen eine Test-Audio-Strecke sozusagen. Beide die Kopfhörer. Ready? Super. Also, das ist jetzt nur eine Test-Audio-Strecke. Ja. So hört sich das gleich an. Bitteschön. Hammer, Kabel, Lampe, Pinsel, Straße, Klingel, Koffer, Schaufel, Zunge, Sessel. Ne? Also es gibt die drei Töne am Anfang, dann lesen die beiden Mann und Frau immer im Wechsel 100 Wörter innerhalb von einer Minute vor und am Ende gibt es den Piep, dann ist diese Audiostrecke zu Ende. Nach der Audiostrecke starten wir dann mit der Auflösung und ihr nennt mir bitte abwechselnd irgendeinen der gehörten Begriffe, die Reihenfolge ist egal. Also das heißt, ihr dürft mitschreiben und ihr nennt mir Begriffe, die ihr gehört haben wollt. Okay, ja? Das heißt, wie ich das aufschreibe, ist völlig egal. Völlig das muss egal. Nicht lesbar sein nachher. Die Reihenfolge hat nichts damit zu tun, aber ihr müsst mir natürlich die Wörter, die genannt wurden, auch so wiedergeben. Wer einen Begriff mehr aufsagen kann als der Gegner, gewinnt das Spiel. Im unwahrscheinlichen Fall eines Gleichstandes, wir losen gleich auf, wer beginnt von euch beiden, kann es natürlich passieren, dass der eine von euch, der angefangen hat, einen Begriff nicht mehr nennen kann und du dann in diesem Fall, sagen wir, Stefan hat gestartet, du dann auch nicht. Dann hätten wir einen Gleichstand. Aber dann gewinnt derjenige von euch beiden, der insgesamt die längeren Wörter genannt hat, also insgesamt mehr Buchstaben hatte. Hat euch nicht zu interessieren, das zählen wir mit. Separat. Aber genau, nur bei Gleichstand geht das. So, okay. Corinna kommt jetzt bitte nochmal rein. Herzlich willkommen, Corinna. Jetzt nochmal ein richtiger Applaus. Kann man das ein bisschen leiser drehen? Stifte und Papier. Und legt euch das mal hin. Ihr könnt einmal ganz kurz testen, welche Stifte funktionieren. Vielleicht legt ihr euch nochmal einen Reservestift dazu. So viel Papier kriege ich. Markus, du hast gebeten, dass es leise aufgesagt wird. Ich glaube, es ist wichtig, dass es laut ist, wenn du ganz klar hörst, was gesagt worden ist. Also lieber laut als zu leise. Das ist die gleiche Lautstärke auf deinem Kopfhörer wie auch auf dem Kopfhörer von Stefan. Bereitet euch schon mal drauf vor. Warte mal, ich muss mal gucken, welcher Stift hier am besten schreibt. Genau. Sucht euch den richtigen Stift raus, legt vielleicht noch einen daneben, falls der da nicht schreiben sollte. Justin Bieber, ich liebe dich, steht da. Ich versuche halt, mal gucken. Also ich glaube, also einer wird davon noch passen, oder? Ja, aber dann wird er nachher mit man hektisch und dann muss man aufpassen, dass man den nicht kaputt macht und so. Dann ist man besser ein. Gut, also ich würde mal sagen, ihr seid beide bereit. Bringt euch in die angenehmste Schreibposition. Haltet den Stift in der Hand. Ihr habt alles verstanden, was ich gesagt habe. Ich habe so eine Sauklaue, das wird bestimmt ganz schwierig. Markus, keine Frage mehr. Stefan, auch keine Frage mehr. Die Feinheiten der Regeln sage ich euch, nachdem wir die Audiostrecke gehört haben. Ihr seid beide bereit. Ja. Spiel Nummer 5 nennt sich Diktat. Und ich sage nur, Audiostrecke ab. Kaffee, Pony, Erdnuss, Garten, Schornstein, Farbe, Käfig, Messer, Schwarzbrot, Hantel, Krabbe, Wappen, Ritter, Spargel, Nase, Handtuch, Pflaster, Gehirn, Affe, Mühle, Wolle, Tafel, Rucksack, Achsel, Armband, Rose, Taxi, Insel, Karte, Brötchen, Leuchtturm, Heizung, Besen, Zement, Denkmal, Knöchel, Auge, Schachtel, Hupe, Käse, Brunnen, Zebra, Mauer, Efeu, Fernseher,
Fernglas, Haube, Gecko, Lasso, Puppe, Blüte, Torte, Brücke, Amboss, Leder, Eimer, Gondel, Mappe, Omelett, Eule, Tanne, Lätzchen, Acker, Dose, Panzer, Schulter, Pille, Tasse, Schlitten, Becher, Ratte, Note, Sahne, Kamin, Deckel, Orgel, Stiefel, Honig, Zügel, Feder, Karton, Segel, Mücke, Lenkrad, Engel, Schleife, Soße, Esel, Wanne, Altar, Nelke, Tiger, Kiste, Samen, Kordel, Pauke, Stange, Ofen, Kugel, Wiesel, Schranke. Audiostrecke ist fertig. Die Münze, ihr beiden, entscheidet jetzt, wer von euch beiden startet. Stefan, blau. Nochmal eine wichtige Sache. Ihr könnt weiterschreiben, aber hört mir bitte zu. Pro Begriffsnennung habt ihr immer nur 15 Sekunden Zeit. Bitte ganz deutlich sprechen, immer nur ein Wort sagen. Es könnte passieren, Stefan und Markus, dass ihr einen Begriff nennt, der schon gesagt wurde. Dann hört ihr folgendes Geräusch. Das Geräusch signalisiert euch, dass ihr einen Begriff genannt habt, der schon genannt wurde. Dann müsst ihr innerhalb eurer 15 Sekunden ein neues Wort nennen. Stefan, hast du verstanden, nee, was ich gesagt habe? Nein. Markus, du. Stefan, wenn ein Begriff von dir genannt wird, der schon genannt wurde, gibt es ein Geräusch und dann musst du innerhalb dieser 15 Sekunden nochmal ein neues Wort nennen. Ja. Gut. Wir starten jetzt. Die Münze hat entschieden, Stefan, dass du den ersten Begriff nennst. Und zwar geht das Spiel jetzt los und deine 15 Sekunden laufen jetzt. Stefan. Kaffee. Kaffee. Richtig. Markus. Conny. Pony. Richtig. Stefan. Erdnuss. Erdnuss. Das stimmt, Markus. Farbe. Farbe. Stimmt, Stefan. Käfig. Käfig. Richtig, Markus. Ritter. Ritter. Auch korrekt, Stefan. Wappen. Wie bitte? Wappen. Wappen. Stimmt, Markus. Gehirn. Gehirn. Stimmt, Stefan. Hantel. Hantel. Richtig, Markus. Armband. Armband. Auch in der Liste, Stefan. Rose. Rose. Richtig, Markus. Insel. Insel. Das stimmt, Stefan. Nase. Nase. Auch korrekt, Markus. Schulter. Schulter. Das stimmt, Stefan. Tafel. Tafel. Richtig, Markus. Stiefel. Stiefel. Auch dabei, Stefan. Den darf ich jetzt nicht nochmal nennen, ne? Nein. Karte. Karte. Ich habe ja Zeit, ist keine Hektik, ne? 15 Sekunden hast du nur. Okay. Stimmt, Markus. Lenkrad. Lenkrad. Richtig, Stefan. Heizung. Heizung. Stimmt, Markus. Schrank. Schrank. Ist nicht dabei gewesen. Und jetzt? Das heißt, du hast das Spiel gewonnen. Yes! Es war Schranke. Es war Schranke. Schranke. Es war nicht Schrank, sondern Schranke. Ja, habe ich hier auch stehen. Ist, Aber ganz schwierig. Ja. Aber ihr habt eine ganze Menge aufgeschrieben, wenn ich mir das nochmal anschaue. Okay, das kann man lesen. Du kannst deine Schrift auch lesen, sag mal. Ja, so geht so. Die meisten können nicht lesen. Gut, also Kopfhörer abnehmen. Mann, ein Buchstabe. Ich habe mir immer die Anfangsbuchstaben aufgeschrieben und die dann ergänzt am Schluss noch. Achso, okay, dann hast du... Dann habe ich statt Schranke eben Schrank. Oh, ärgerlich. Diese Punkte wandern auf das Konto von Stefan. Und damit baut er die Führung aus auf 13-2.